herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen. Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei und wir befinden uns gerade in so einer merkwürdigen Zwischenzeit. Januar und Februar finde ich immer so Monate, ja, da wünscht man sich eigentlich, dass sie relativ schnell vorbeigehen, weil es einfach draußen so dunkel ist und nass und kalt. Aber wir können uns das drinnen einfach gemütlich machen und ich habe heute eine kurze Idee für euch, wie man das auf ganz edle und schöne Art und Weise ohne großen Kosteneinsatz machen kann. Ja, für unsere Materialien brauchen wir heute gar nicht viele Zutaten. Ich habe hier meine Heißklebepistole, dann habe ich drei hübsche silberne Windlichter gewählt. In der Mitte habe ich auch schon ein Kerzenlicht eingesetzt und links und rechts wollen wir uns dann gleich edel und schön bestücken. Dann brauchen wir Kränze, zwei Stück. Die habe ich hier schon mal fertig gemacht. Die werden hergestellt aus biegsamen Zweigen, zum Beispiel hier aus Birkenreisig. Ihr braucht dazu auch noch Wickeldraht und wenn ihr es weiß sprühen wollt, Weißlack in der Sprühdose. Dann braucht ihr auf jeden Fall Moos und zwar achtet darauf, dass es richtig schön grün und saftig ist, denn ihr wollt euch ja dieses grüne, frische, saftige Grün eben in die Wohnung holen. Dann braucht ihr Alufolie, Kunstschnee und Sprühkleber, dann lose Perlen, hier ein kleines Zierband, ein Häkelband mit Schere, zwei Perlkopfnadeln und eine Rolle Silber- oder Basteldraht. Ja, wir fangen an mit unseren kleinen Kränzen. Ich nehme jetzt einfach hier, ich zeige euch das einmal ganz kurz und provisorisch, wie ich das immer mache. Ich nehme mir einfach hier biegsame Zweige, Birkenreisig in dem Fall, und drehe mir dieses Durchmesser, was ich eben brauche, für meine Teelichter. Und zwar, dass man die schön auf den Rand setzen kann. Die können so ein bisschen überstehen, aber das Glas darf nicht durchfallen. Genau, dann drehe ich mir das zurecht, halte es fest. Und dann gehe ich mit meinem Wickeldraht einmal durch die Mitte, verzwirbel das kurze Ende mit der Rolle, stecke das kurze Ende in den Kranz rein, dass ich mich später nicht dran verletze und gehe dann einmal mit dem Wickelband, drumherum mit dem Wickeldraht. Genau, und wenn ihr, je nachdem wie fest ihr zieht, desto enger gebunden wird natürlich euer Kranz. Und das ist natürlich so ein bisschen euch überlassen, ob ihr das ganz akkurat machen wollt oder eben ein bisschen wilder. Und ihr seht schon, mit wenigen Handgriffen habt ihr hier einen ganz hübschen kleinen Kranz gemacht. Ich mache den jetzt mal eben nicht fertig. Ich müsste den jetzt ein-, zweimal rumwickeln und dann könnte ich den draußen ansprühen, um ihn halt so ein bisschen zu weißen und den Übergang nachher von unseren Mooskugeln zu den Windlichtern einfach ein bisschen schöner, farblicher zu gestalten. Gut, ich bin ja schon fertig. Ich habe das schon bereits getan hier mit meinen kleinen Kränzen. Und da geht es auch schon weiter. Und zwar mit unserer Alufolie. Da habe ich mir folgende Technik ausgedacht. Ich nehme so ein ganzes Stück Alufolie und knülle das Ganze zu einer Kugel. Und ihr müsst immer überlegen, dass natürlich jetzt, wenn das Moos drum gewickelt wird, die Kugel an Volumen gewinnt. Ihr wollt natürlich nicht so einen fetten Oschi hier oben drauf haben, sondern das Ganze soll natürlich auch proportional stimmig sein. Von daher würde das jetzt schon fast reichen als Kugel. Und damit ich die beiden Kugeln gleich mache von den Proportionen her, mache ich schon gleich die zweite Kugel. Die ist jetzt zum Beispiel sehr viel kleiner, wie ihr seht. Das heißt, jetzt muss ich einfach noch ein bisschen Alufolie dazu nehmen. Ja, die beiden kann ich jetzt erstmal so lassen. So, jetzt soll das Ganze ja irgendwelchen Halt hier drin haben und ich möchte da jetzt nicht noch irgendwie das füllen mit Steckmoos oder mit sonstigen Sachen, sondern möchte einfach hier mir noch so einen kleinen Griff dran arbeiten und das mache ich einfach noch mit einer weiteren Lage. Gehe dann einmal oben drüber. Und den Rest biege ich mir unten als so einen kleinen Halter zurecht. Und je nachdem, wie dick ihr den haben wollt, verwendet ihr einfach noch weitere Lagen von der Alufolie.
Und der Sinn dahinter ist, dass ihr das Ganze einfach hier reinstellt. Das heißt, ihr müsst es euch oder ihr könnt es euch auch so ein bisschen zurechtstutzen. Ja, das würde jetzt zum Beispiel schon halten. So, da mache ich jetzt gleich einen zweiten Griff für meine zweite Kugel. So, ich habe hier meinen Halter, meinen Alufolienhalter und mein Moos. Da nehme ich immer so kleine Läppchen von dem Plattenmoos und lege die dann einfach auf meine Kugel, die ich mir geformt habe. Dann mein Wickeldraht, mein Basteldraht, diesen ganz feinen silbernen. Und da gehe ich einfach dann kreuz und quer drumherum, um das Ganze zu befestigen. Und dann fülle ich das Ganze immer wieder mit kleinen weiteren Tuffs, Moostuffs sozusagen, einmal um die Kugel herum und gestalte dann immer mehr eine runde Form aus. Ja, wenn ihr dann zufrieden seid mit eurer kleinen Mooskugel, ich habe den Basteldraht immer noch dran und das Ganze einmal reingesetzt, dann könnt ihr einfach noch ein, zwei Runden rumdrehen und einfach das Ganze abreißen und den Draht dann einfach unten in den anderen vorhandenen schon einfach reinstecken. Und ihr seid euch da nicht irgendwie, scheut euch nicht davor, die ganze Kugel so richtig schön auch mit eurer Fingerwärme und mit eurem Fingerdruck, mit eurem Handdruck richtig schön zu formen. Also man kann da richtig schön kneten, was das Zeug hält. Bis ihr, wie gesagt, dann zufrieden seid, dann durch meinen schönen kleinen Händel hier unten kann ich das Ganze dann einfach in mein Windlicht hineinsetzen. Auch noch da das Ganze so ein bisschen zurechtstutzen. Und dann geht es auch schon weiter mit meinen Perlen. Da nehme ich jetzt einfach so ein paar Perlen. Die haben jetzt rechts und links Löcher. Wenn ich die jetzt hier dran setze mit Heißkleber, dann achte ich einfach darauf, dass die Löcher nicht unbedingt nach oben scheinen, sondern ich klebe das Ganze so, dass die Löcher jeweils an den Seiten sind. Man achtet da letztlich gar nicht mehr so sehr drauf, aber einfach nur so als kleiner Tipp. Dann bringe ich einfach immer einen ganz kleinen Tupfen Heißkleber an und setze dann die Perlen in verschiedenen Abständen, je nachdem, ob ihr das eher großzügig bestücken wollt oder eher großflächiger. Das ist natürlich eurem Geschmack überlassen. Und so gehe ich einmal rund um die Kugel. Und ihr seht jetzt schon einfach diese Kombination von Silber oder Perlmutt, dem Silberdraht hier, der immer wieder schön durchblitzt und diesem saftigen Grün. Das gibt einfach einen ganz schönen und auch edlen Charakter und einen super Flair. Ja, und ist eigentlich ganz prima geeignet jetzt für diese Übergangszeit zum Frühling hin. So, ich habe jetzt meine beiden Mooskugeln, meine perlenbestückten Mooskugeln fertiggestellt. Hier habe ich schon das Ganze einmal in das kleine Kränzlein gesetzt. Das mache ich jetzt hier bei meiner Kugel auch nochmal. Dann nehme ich das Ganze einfach raus, setze den Kranz darauf oder lege ihn einfach auf den Rand und stecke dann meinen kleinen Griff, meinen Alufoliengriff rein. Genau, dann kann ich das Ganze noch so ein bisschen ausbalancieren. Ich kann immer die Mooskugel da anfassen, wo die Perlen nicht sind und kann das Ganze noch so ein bisschen in Balance bringen. Ja, ihr seht, so ganz akkurat habe ich es nicht hinbekommen von der Größe her. Die ist etwas kleiner, aber ihr schafft es bestimmt noch schöner als ich. Genau, und jetzt ist noch die Frage, und da bräuchte ich euren Rat. Würdet ihr hier, weil wir ja im Januar, Februar sind, wo es dann auch schneit, würdet ihr hier noch ein bisschen Kunstschnee anbringen oder würdet ihr das einfach lieber so in Grün mit den Perlen lassen? Wenn ihr euch entscheidet für den Kunstschnee, dann könnt ihr Sprühkleber auf das Moos geben und dann einfach euren Schnee drüber rieseln lassen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, deswegen lasse ich mal eben den Sprühkleber weg und bestücke das Ganze einfach hier so mal als Möglichkeit. Und jetzt seht ihr ja auch so ein bisschen den Unterschied. Genau, da ist jetzt eure Meinung gefragt. Schreibt mir das doch einfach in den Kommentaren, was euch besser gefällt. Die Version ohne Schnee oder die Version mit Schnee. Und wenn ihr euch entscheidet für die Schneeversion, dann einfach Sprühkleber oben drüber sprühen und den Kunstschnee draufrieseln lassen. So, ich habe jetzt beide Windlichter schön bestückt, habe auch noch mein kleines Zierband durchgeschnitten und mit einer Perlennadel in das Moos gesteckt, so als kleines Highlight. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass ihr es besser sehen könnt.
Habe auch nochmal die beiden Mooskugeln mit den Grenzen jeweils ausgewechselt, also habe die kleinere Kugel in den dickeren Kranz gesetzt und die größere Kugel in den etwas dünneren Kranz. Und ihr seht von den Proportionen, oder von der, zumindest von der Höhe, ist es jetzt fast identisch. Genau, die rechte ist allerdings immer noch ein bisschen dicker. Wie dem auch sei, auch diese, sag ich mal, das Unperfekte, das hat trotzdem seinen eigenen Charme und es ist wirklich was Schönes, woran man sich freuen kann. Und das Tolle daran ist auch, dass es so richtig lange haltbar ist. Ich habe das im September, Oktober schon mal gemacht und hatte die bis jetzt auf dem Tisch stehen. Und vom Moos her, gut, es wird trockener, aber trotzdem sieht es immer noch wirklich schön aus. Und ja, das ist eine haltbare, wirklich wunderbare, edle, schnelle, kostengünstige Tischdeko. Und ich hoffe, ihr habt ja eine gute Idee heute gewonnen. Ja, schön, dass ihr wieder heute mit dabei wart. Ihr seht, mit so ganz wenigen Materialien kann man wirklich was Schönes kreieren. Und es macht richtig Spaß, selber aktiv zu werden und selber kreativ zu gestalten. Und gerade wenn das Ergebnis einen dann wochenlang erfreut, ist es natürlich eine ganz besonders schöne Geschichte. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach, um keine Deko-Idee mehr zu verpassen. Ich bin ganz gespannt auf dieses Jahr und ich hoffe, dass wir uns mit vielen neuen, frischen Ideen wiedersehen. Bis bald!